Death's Door, dem Tür, der Tür des Todes. Fängt schon mal gut an. Wir spielen weiter und sind bei 20,3% mit 2,5 Stunden Arbeit. Das ist doch fast schon schade. Dann haben wir nur noch 10 Stunden vor uns. Nö, Kätzchen. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Gut, wir haben gerade jemanden besiegt, irgendein größeres Viech, aber noch nicht die Oma. Und sind im Keller gelandet, genau. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Steuerung ist, aber mega geil. Ich habe die Dolch, ich bin so ein richtiger edgy Rogue geworden. Ein Assassine, irgendwas in der Art. Hier war eine fette, hier war doch die fette Grandma. Die Hexe von Chihiros Reise ins Zauberland. Wenn das kein Aufzug ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist ein elektrischer Aufzug. Okay. Ich muss gerade nochmal hinter die Steuerung kommen. Aber ja, es läuft. Es läuft. Erstmal. Watch up, fuckers! Bleib mal stehen. Okay. Genau so kann ich. So kann ich meinen Feuerball verwenden. Come on, say it loud. Kann ich gerade nur noch hier raus? Gott, muss erstmal wieder dahinter kommen. Na gut. So kann ich einfach zum Bogen wechseln. Okay, nett, nett. Ich bin gerade überhaupt nicht bewusst, ob ich weitergehen muss oder ob ich hier zurück muss. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich eigentlich hier gelandet bin, weil ich alles andere erkundet hatte. Also hier geht's, ja, hier geht's in den Tod. Das könnte man vielleicht auch irgendwie hinzeichnen. Dankeschön. Number one in town, the town is going down. Hula! Hula! Immer noch geil, wie es funktioniert. Ein paar Memes mehr sollten jetzt funktionieren. Ich habe leider keine Ahnung, welche ich wieder eingeschaltet habe. Cool, jetzt muss ich nur noch rausfinden, was ich hier zu tun habe. Ich habe die Ofen an- und auszumachen. Das ist doch mal ein freudiger Job für einen Deutschen. Musstest du gleich so schlimm anfangen mit mir? Okay. Ratz. Whee! Gibt bestimmt lauter Speedrunner. Ich will gar nicht wissen, was hier der Rekord ist. 10 Sekunden oder so ein Shit. Joink. Aha. Ah, mieser Drecksack. Komm her, dich erwisch ich. Oh, erwischt auch seine anderen. Das, man darf nicht in der Gaswolke bleiben. Geschafft. Mir fehlt der Ton. Wait a minute. Wait a minute. Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade seht, aber wait a minute. Wieso macht das keinen Ton, wenn ich es anmache? Uno momento, por favore. Es una problema más peligrosa. ¿Qué es eso? Ah. Hier. What? Monitoring. Monitoring. Das muss auch noch auf Monitoring.
Ah, das nicht, das nicht. Das muss auf Monitor. Habe ich alles vergessen. Schäm dich. Aha, aha. Das muss noch. Okay. Okay, jetzt müssten die Memes wieder funktionieren. Nice. Gut, das haben wir rausgefunden. Wir können durch die Öfen diese Teile aktivieren. Jetzt nochmal von vorne anfangen. Die Dinger brauche ich ja nicht. Also ich kann sie töten, aber... weiß nicht, ob die wirklich relevant sind. Ich wollte doch nur dahin klettern. Bye bye. Das ist unfair, wenn der mich abballern darf. Gemein! Hat er einfach seinen verfluchten... seinen verfluchten Gas-Backpack wieder fallen lassen und das explodiert. Ist das... also ich... komm her. Gas und Brennöfen, das erinnert mich an irgendwas Schlimmes. Bye! Das geht durch mehrere durch. Easy peasy lemon squeezy. Da brauchen wir keinen Samen. Die Dinger sind auch völlig egal. Hier ist bestimmt irgendwo Cooles hin. Ist da weiter? Nö. Mal gespannt. Ein Samen. Na immerhin. Den bewahre ich auf. Wahrscheinlich ist es völlig unnötig, die aufzubewahren. Aber ich mach's trotzdem, weil ich Laune drauf habe. Runk, runk. Ja. Das bewegt sich nicht von selbst. Wieso ist das denn so hoch? Komm schon!
Vergiss immer wieder, dass sie die Teile zurückschleudern können. No! Hoppli doppli. Okay, baby. Give me four, give me five, give me seven. Oh, fuck. So läuft das. Ah, nein. Armstrong. Ey, warte mal. Huggy Wuggy? Oh, nicht der schon wieder. Fuck off! Nein, ich bin nicht gestorben. Ich bin nur leicht verletzt worden. Meh. Meh. Ah, Abkürzung. Immerhin das. Ich hatte keine Lust, den ganzen Mist nochmal von vorne zu machen, den ganzen. Wer mag schon diese Alu-Akbar-Leute? Farmen! Mit 7 kann man schon was anfangen. Eigentlich muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich irgendwo Samen verwende. Sollte auch so funktionieren. Wieder die Dinge. Hat's was mit dem Schrank hier auf sich? Wahrscheinlich nicht. Ist hier irgendein Geheimnis? Nö, ist es nicht. Einfach weitergehen. Es gibt nichts zu sehen. Die, die, die. Samenzeit. Irgendwas sagt mir, hier gehen gleich viele Türen auf. Okay, dachte, da kommt noch mehr. Ja, da kommt noch mehr.
Ich habe den kommen sehen, aber ich habe mich nicht vorbereitet. Oh nein, sie greifen mich an! Ei. Bunkere! Let's go! Dieser Ort sagt mir jetzt erstmal nichts. Scheint auch keine geheimen Eingänge zu geben. Oh nein, nicht der Typ. Okay, der ist gemein. Von dem Scheiß, der macht Boom Boom. Puh. Oh, ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas, sonst würde es sich ja nicht lohnen, dahin zu laufen. Na gut, hätten sie gleich versperren können. Vielleicht hat es doch noch irgendwas auf sich damit. Let's go. Nächster Shortcut. Komm, wir nutzen jetzt mal die Samen. Wir horten viel zu viel. Ich bin noch kein Hu. Feuer macht einfach nicht so viel aus. Oh. Wahrscheinlich macht es sogar mehr aus als diese nervigen Pfeile. Na gut. Let's go, rein. Ich wollte da hin. Was hat es mit dieser Säule auf sich, die immer hoch und runter geht? Wahrscheinlich nur ein Obstacle, das im Weg ist. Das haben Obstacle so gemeinsam. Let's go. Ja.
Hauptsache tot, wa? Na komm, verwenden wir sie doch. Typisch Bossfighter, guckt man immer gleich, braucht der Typ noch Leben? Oh nein. Das ist sogar ein Shortcut, also wird hier definitiv. Hey Katze, was geht? Schön, dass du da bist. Wir spielen mal wieder Death's Door. Du verstehst mich wahrscheinlich kaum. Einfach weil, naja, schlechte Internetverbindung. Aber ansonsten ist alles gut. Ich dachte, ich spiele mal weiter. Death's Door ist ein cooles Spiel tatsächlich. Ich komme nur selten dazu. Das ist echt traurig. Wir haben heute den Japan-Flug gebucht für Mai. Bin echt gespannt, wie das wird. Hula! Hula! Nee! 316 wird niemals für eine Fähigkeit reichen. Da gehen wir wieder zurück. Es geht gerade. Oh, das ist gut. Sagst du schöne Grüße an den Typen mit, du weißt schon, im Gesicht. Der immer so nett ist und niemals irgendwelche rassistischen Ausdrücke sagen würde. Du weißt schon. Oh, fuck. Jetzt müssen wir gegen Oma kämpfen. Du kleines Mistvieh. Hey. Liebes. Krähen tun einfach nie, was man ihnen sagt. Ich versuche hier Leben zu retten. Kapierst du das nicht? Der Tod kann niemanden sehen, der seine Lebenskraft mit einer Urne maskiert hat. Ja. Deswegen hat sie die Urne. Ich kann sogar den ursprünglichen Schnitter zum Narren halten. Uhu. Du und ich, wir haben etwas gemeinsam, kleine Krähe. Denselben Arbeitgeber. Aber er darf einfach nicht herausfinden, was du alles mitbekommen hast. Keine Angst, ich werde eine hübsche Urne für deine Asche aussuchen. Oh fuck, Uranai Baba geht jetzt richtig ab, oder? Oh nein! Oma! Sölle macht sie da. Warum muss ich mir. Warum mache ich mir mehr Sorgen als ich sollte? Ha! Ich hab's ohne den Kopf, ist sie machtlos! Thank you.
Try, motherfucker! Was ist das? Das ist das Todestor und jetzt haben wir die Seele von Uranai Baba. Wir haben uns heute hier versammelt, um das Ableben einer Frau zu betrauern, die unter vielen Namen bekannt war. Die Urnenhexe, die Ziegelzauberin, die Steingutschrulle, die Keramikkanaille und nicht zuletzt Oma. Getrieben von ihrem Mutterinstinkt und verzerrt von ihren Bemühungen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, ihr Leben war erfüllt von Leidenschaft für Magie, Wiederbelebung, Zaubertränke und Töpferwaren. Ihre Reise ist nun beendet und sie hat ihren Frieden gefunden. Senkt das Haupt im Gedenken, erweist ihr die letzte Ehre, ihre Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Yeah, boy! Oh, schade. Schätze, ich werde diesen Topf als Kopf niemals loswerden. Das ist der Enkel, wenn ich mich nicht irre. Und doch hoffe ich, sie findet Frieden nach dem Tod. Endlich ist sie wieder vereint mit Opa. Kleiner Versprecher, habe wohl zu viel an den Pott gedacht. Jetzt haben wir ein ernstes Ruhe in Frieden, Großmama. Okay, sie ist gestorben, wie sie gelebt hat. Mit einem Tiegel auf dem Kopf. Das sind gute Witzbolde. Ja. Wir haben Oma besiegt beim ersten Versuch. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht und wäre auch fast verreckt. Also von daher positiv überrascht. Ich habe 600 Seelen. Dadurch kann ich mir erstmal schön was kaufen. Wie geht das nochmal? I'm gonna drop some tags. Got $20 in my pocket. Ich bin nicht hier ausgestiegen. Das ist nicht meine Haltestelle. das war mit Absicht. So. Na, was bist du denn für ein kleiner Hitzkopf? Was bist du? Okay. Ah, eine Stelle, an der nichts ist. Wie verdächtig. Desdor. Das ist Tod höchstpersönlich, oder was? Der Lord der Türen. World's Best Lord. Geil. So was, eine Krähe. Guten Tag. Was hatte ich hier verschlagen? Wozu herrsche ich eigentlich über alle Türen in dieser Welt, wenn meine Diener ständig vergessen, sie abzuschließen? Also, warum bist du hier? Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren keiner Krähe mehr begegnet. Ihr habt ja immer noch diese Schnäbel. Steht ihr gut? Ich spüre, dass sich eine riesige Menge Seelenenergie umgibt, kleine Krähe. Wie seltsam, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach so, bist du deshalb gekommen? Du möchtest gerne eine Belohnung haben. Ach so, du kleine miese Kackbratze, du willst auch noch was dafür. Das hast du fein gemacht, Küken. Ja, das klingt wahrscheinlich, dass man das kriegen würde. Jetzt sei ein braves Vögelchen und gib sie in deiner Seelenkammer ab. Du brauchst mir die Seelen nicht direkt zu bringen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und tschüss. Recht mächtig, der Arsch. Ah. Das heißt, er hat auch diese große Tür erschaffen, die die Todestür ist oder die Tür zum Tod oder sowas, wie man es nennen möchte. Was machst du denn hier? Hast du dein Auftragsziel schon gefunden? Warte mal, du hast da eine Riesenseele. Aber es ist die falsche, das kann ich so nicht verbuchen. Wie hast du denn das denn geschafft? Na egal, geh wieder raus und hol mir die Seele, die dir zugewiesen wurde. Das ist vielleicht das Problem. Hm? Brauch 800 für die nächsten, okay. Schneller, wir können rascher aneinander gereiht werden. Boah, schon gut.
Und Reichweite wird erhöht. Ich glaube, ich warte noch bis 800. Ist gut. Hier ist ein Armband. Kann ich das nicht aufnehmen? Das ist irgendwie so farbig. Das sticht so hervor. Warte mal, sind das die Sachen, die ich aufgesammelt habe? Die werden hier gelagert. Ach, das ist doch nett. Okay. Denken wir mal, mein nächstes Ziel wird mir nicht vorgegeben, sondern ich muss einfach wieder in irgendeine Welt zurück und da weitermachen. Jetzt mal eine Vermutung. Der Seelenhain. Ich glaube, da müssen wir wieder hin. Aber können wir mal schauen. Hätte ich gewusst beim letzten Mal, dass ich nur noch eine halbe Stunde brauche für die Hexe, aber gut. Hm. Man kann es ja nicht wissen. Bin ja mal gespannt. Könnte sein, dass es sogar halbwegs richtig ist, wo wir hier sind. Zumindest für das, was wir hier vorhaben. Oder auch nicht. Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Gib mir ganze 2 Seelen. Wenn ich das 100 Mal mache, habe ich 200. Das schaffen wir. Genau, hier ist doch der Friedhof, Heini. Warum kann ich nicht sterben? Ich habe von langer, langer Zeit einen guten Freund verloren und den Schein des Mondes begraben. Seit jener Nacht fühlt es sich an, als wäre ein Teil von mir verloren gegangen. Ich frage mich, ob ich mich jemals wieder vollständig fühlen werde. Wo hast du den denn begraben? Möchtest du ihn vielleicht ausgraben, um zu schauen, ob da irgendwas von dir drin ist? Nee, das würde zu viel Sinn machen. Und das wäre ja Grabschändung. Mimi. Achso, ja, das war ein Schalter. Der ist jetzt nicht mehr relevant. Aber da ging es doch zu der Hexe. Genau, da waren wir aber schon. Und hier kommt man nur mit dem Schlüssel rein. Den haben wir aber noch nicht. Bin gespannt. Wenn ich mich nicht irre, war hier das Todestor irgendwo. Da. Muss ich dem Typen Bescheid sagen, dass ich die Hexe gedödelt habe? Du hast in dieser kurzen Zeit bereits mehr ausgerichtet als ich in unzähligen Jahren. Ja, weil du eine Lusche bist. Ich habe eine halbe Stunde für die Hexe gebraucht. Hier ist Richtung Osten bis jenseits der Wälder. Dort herrscht ein selbsternannter König über die Ruinen einer überfluteten Kathedrale und quält alle Waldbewohner. Wenn ich nach Osten soll, dann wäre das wahrscheinlich da lang. Aber hier war auch noch irgendwas. Vielleicht ist da was Wichtiges. Da unten waren wir bereits. Was ist eigentlich in der Höhle hier? Ja, da geht's glaube ich auch nicht weiter. Ja, genau. Da gab's noch irgendwas Kleines zu holen und dann kommt man wieder runter. Wir waren schon da unten. Gehen wir mal da lang. War hier. Zwillingen des Bauwerks, ein Geheimnis. Hier muss man oben irgendwo einen Schalter aktivieren, dann kommt man da besser hoch.
Wo geht's da hin? Zum Gipfel, das klingt doch schon mal gut. Hier war ich aber schon. Und bin dann da runtergegangen, hab irgendein cooles Upgrade gekriegt. Kann man da eigentlich was machen? Nö. Gegen diese Wände kann man immer noch nichts machen. Ich war hier sicher auch schon, aber was es hier gibt, keine Ahnung. Da war ich und hab rausgefunden, dass ich nichts machen kann. Hier war ich auch schon, da ist schließlich eine Blume. Da war so ein riesiger Kampf. Mit irgendwelchen Luschen. Ich kann nicht hier mal langsam runter. Also ich schätze mal, es ist typisch wie ein Zelda-Spiel und ich muss jetzt meine Flammenkräfte nutzen, um etwas zu ändern. Oh, ja, ich sehe es doch. Jetzt kann ich die Dinger aktivieren. Okay. Hätte ich vielleicht früher bemerken sollen. Ich bin nämlich einigen davon begegnet auf dem Weg hierher. Oh. Let's go. Warte mal, da liegt eine Seele. Kann ich da irgendwie hoch? Außer direkt runterspringen, was ich gleich machen werde, falls ich da nicht hochkomme. Ach Leute. Lasst mich doch einfach dahin. Was ist denn daran so schwierig? Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Wollt ihr einen auf den Lümmel geklatscht kriegen? So läuft das hier nicht. Aha. Ah ja! Ich wusste doch, dass man da abkürzen kann. Mist. Yay, Mami! Und nur eine Möglichkeit, da hochzukommen. Wahrscheinlich geht das über diese Kreise hier, aber keine Ahnung wie. Wurde auch nichts erklärt. Es ist einfach so. Muss man akzeptieren. Hier ist es wieder so ein zerstörbares Objekt, für das man eine bestimmte Art von Sache braucht, sonst kommt man da nicht hin. Was mir mehr Sorgen bereitet ist, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Und ich glaube, dadurch bin ich erstmal gefangen hier. Und habe das Spiel vergeigt. Kann das sein? Ah ne, warte, hier geht's runter. Schon gedacht. Warte mal. Kann ich das Seil vielleicht schneiden? Nee. Seil brauche ich wahrscheinlich. Jupp, da kommt jetzt nämlich ein... What the fuck? Ist das ein Rhinoceros oder was? Was ist das? What the fuck? Okay. Oh. Weird shit. Nice. Okay, wir sind in einer Gegend gelandet, die etwas wilder aussieht. Vielleicht sogar dschungelartig. Schauen wir mal, was der Hebel da oben macht. Cool. Macht genau.
genau das, was man davon erwartet. Also, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch irgendeine Art von Item kriegen, mit dem wir entweder über Wasser laufen können oder... Oh. Interesting. Das Wasser wird abgelassen. Ich weiß noch nicht wann, aber es wird abgelassen. Irgendwie schade, dass die Spielentwickler kein Geheimnis mehr draus machen, wenn eine Gegend, wenn das Wasser in irgendeiner Gegend abgelassen wird. Yeet. Ich weiß leider immer noch nicht, was ich gegen die Teile machen soll. Auch irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Das da. Oh, das schlingt mich einfach hoch. Das gefällt mir irgendwie. Los, nochmal. Jo. Ein Samen. Baum ist ein großer Samen. Der ist sehr sämig. Verbrenn den Baum! Geht dann halt nicht. Das ist eine gute Samen. Ne, es ist keine gute. Weird. Weird. Ich glaube noch rein. Wir müssen die Viecher nutzen, um Türen kaputt zu machen, um Shortcuts freizulegen. Es ist kreativ. Gefällt mir. Leider können die Dinger nicht zu weit schießen. Und das kann es nicht kaputt machen. Gehen wir einfach mal weiter. Da kommt noch eine Leiter hin. Irgendwelche Froschkrieger. Joink. Give us the key. Sie verfolgen mich! Das kann ich nur tun! Bonk. Hilfe! Ein Löwe! Was willst du hier? Yay! Wir haben genug Seelen. Seelenenergie. Um aufzuleveln. Das machen wir sofort, weil dadurch die Durchspielzeit deutlich verkürzt wird, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber man macht das. Interessant eigentlich, das mit den Upgrades. Im Grunde gibt man sich einen Vorteil gegen Gegner, nur um schneller durch das Spiel zu kommen. Aber man möchte das Spiel auch so lange wie möglich spielen.
So, mehr Stärke oder mehr Eile? Ich nehme mehr Stärke. Armstrong. Na, sorry, war gerade ein Gedanken. Oh, ich denke an Umzüge und so ein Shit. Ja. Ich denke. Drei auf einmal. Dass das ein ziemlich gutes Spiel ist. Hopp. Nee. Gerade wollte ich noch sagen, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht so über over the top. Könnte ruhig ein bisschen schwieriger sein, ne? Ja, hier muss ich schießen, das sieht man eindeutig. Da kann ich einen Samen reinmachen, aber nee. Ich könnte kurz zurückgehen für einen Samen. Samen. Hat dieser Baumstamm noch irgendwas Besonderes auf sich? Wirkt nicht danach. Warum ist hier eine Barrikade? Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht später. Nett. Mommy don't know, daddy's getting hot. Went to body shop. Hier geht es zur Waldsiedlung. Oh, das ist aber schön. Seelenenergie kommt man nur, wenn man da irgendwie rüberfliegt oder so ein Shit. Oder geschlagen wird. Keine Ahnung. Jetzt auf. So. Und da oben ist ein NPC. Hui! Ah! Ich wusste doch, man kommt da so drüber. Easy. Ich glaube, wichtig ist es einfach, die Rätsel zu lösen. Hier gibt es echt viele NPCs. Dann ist es hier wohl so ein kleines Dorf, die Waldsiedlung, von der gerade gesprochen wurde. Cool. Ja, okay, das Ding geht nur auf Distanz. Haben wir jetzt auch schon verstanden. Da ist ein Samen, den ich mir holen werde. Wenn ihr sowieso nur auf Distanz geht, kann ich euch näher kommen und dann seid ihr unwichtig. Okay, das Folgen ist ein bisschen nervig, aber ansonsten... So. Ah, da gab es noch eine kleine Tür, die irgendwo hinführt. Können wir beim nächsten Mal machen. Oh shit. Joink.
glaube, das bringt nur was, wenn wir diese neue Fähigkeit haben, mit der wir dann darüber huschen können. Sonst hat das hier keinen Sinn. Ja, ja. Okay, okay. Aha. Easy. Guck, schon wieder 300. So muss es laufen. Ich will aber schon noch was von der Waldsiedlung sehen. Das war jetzt nicht, um das zu skippen, Leute. Hier kommt irgendein Gegner. Ein Bossgegner wahrscheinlich. Ach, man kann es einfach so aufheben. Easy. Das stimmt nicht mit denen. Ach. Hier kommen wir in die Waldsiedlung rein, kriegt die Nuss. Die nehmen wir immer gerne. Und jetzt schauen wir doch einfach mal nach, was das für Leute hier sind. Wir haben früher in den Verliesen gespielt, aber der Wald hat sie versiegelt. Das ist nicht wirklich, was man als erstes sagt, wenn man einen Menschen sieht oder eine Krähe. Der Froschkönig hat sich auf meinen Bruder gesetzt und dann war sein Inneres plötzlich außen. Das sind auch sehr komische erste Worte an einen... an eine Person. Hallo du Federtyp, ich höre nicht gut, du musst schon lauter. Wir haben es echt nicht drauf mit dem Sozialisieren. Hey du, du siehst aus, als wärst du auch auf Reisen. Was verschlägt dich hierher? Möchtest du auch die Musik der Waldkinder lernen? Wirklich zu blöd, dass die Waldmutter ihr Horn verloren hat. Hoffentlich findet sie es bald. Ich brenne darauf, ihre schönen Melodien zu hören. Uga buga duga. Die Totenköpfe sagen mir aber nichts Gutes. Wer ist das jetzt, die Waldmutter? Tatsache, deine Sorte habe ich in diesem Land schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Du möchtest sicher deine Freunde in den Tiefen unter uns besuchen. Es tut mir leid, aber der Wald selbst hat vor vielen Monaten die Tore zum Verlies versiegelt, damit wir in Sicherheit sind. Ich könnte mit ihm reden und ihn vielleicht dazu bringen, dass er die Tore für dich öffnet. Aber wir unterhalten uns durch Gesang und leider geht das jetzt nicht. Ich habe nämlich mein Zauberhorn verloren. Ich habe es im alten Lager im Norden zurückgelassen. Leider haben uns die Scheren des Froschkönigs von dort vertrieben. Wenn du es mir wiederbringst, kann ich dir bestimmt auf der Reise weiterhelfen. Das klingt nach einer Aufgabe für Link, ich meine der Krähe. Du willst helfen, Mamis Horn zu finden? Dann hüte dich vor dem Froschkönig und seinen Handlangern. Okay. Okay, okay. Let's go. Es geht doch bestimmt. Fatzen. Noch besser, wir mussten das gar nicht machen. Okay, hier muss ich das Viech irgendwie provozieren. Aber das kommt später. Okay, was auch immer hier ist, ist ein Shortcut für später. Also wieder mal keine Relevanz für jetzt. Gut. Gut, 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 gut. Knapp. Gut. Mama weiß nicht, Papa wird ganz heiß. In dem Körperladen macht er irgendwas an Heiliges. Da waren wir, da waren wir. Episch. Okay, Abkürzung erreicht.
Aber es macht keinen Unterschied, wo wir genau hingehen. Easy. Wozu ist die Pflanze dort? Nur weil ich das dumme Viech erwischt hab. Kommt davon, bist selbst schuld. What the fuck? Aufs Maul. Gib mir meine Nuss. Das ist nicht gerade hilfreich für euch. Ja, okay, den nächsten Samen setzen wir ein. Ich bin leicht am Auscheapen. Kann ich hier runterschießen und dann schießen die hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Kann ich es irgendwie rechtzeitig machen? Das ist. Nö, das wird so nix. Da ist ein Raum. Du hast jetzt das Horn. Die Waldmutter wird sich freuen. Yeah. Und ich dachte, es wäre was Besonderes zwischen uns. Hier muss ich mich beeilen oder was? Aber das war Tatsache. Okay. Geht's da runter? Ah, da waren wir aber schon. Let's go. Das eine muss reichen. Und Shortcut. Nice. Oh nein. Da, Mutti, da hast du dein Horn wieder. Zweifelsohne hast du gemerkt, dass dieses Land nicht mehr sicher ist, seit sich der König der Sümpfe hier bereit gemacht hat. Aber ich bin so froh, dass ich mein Horn wieder habe. Wie versprochen werde ich mich mit dem Wald unterhalten und dann sehen wir, ob er auf deine Bitte eingeht. Blas mal schön.
Verstehe, nur kräftig blasen und dann werden einem die Tore geöffnet. Schön, schön. Okay. Nett. Schauen wir mal oben, was wir vielleicht verpasst haben. Hier zum Beispiel ist eine große, fast Boss-Areal-Gegend. Ich habe das Gefühl, man sollte da eigentlich reinlaufen können. Und hier ist mein Samen! Ich habe eine sehr interessante Idee. Ich hoffe, sie funktioniert vielleicht. Nö. Aber im Nachhinein, doch, ich würde rüberkommen, wenn das so funktioniert. Aja! Das funktioniert bestimmt. Mein Kätzchen liegt auf dem Sofa. Ist so süß. Musst du sie so erschrecken, Maria, nur weil ich sag, sie ist süß. Und ich krieg das jetzt nicht, weil das irgendwie zu hoch wäre oder so ein Shit. Also ich weiß nicht, ob es gedacht war, dass man da so hinkommt, aber ich hab's geschafft, von daher bin ich glücklich. Das war völlig unnötig. Okay, hier war das und das und dies und jenes. Ich habe keine Ahnung, wozu das hier gedacht ist. Hier war der mächtige große Kampf. Jetzt weiß ich's. Ey, komm her, du Blüher. Was? Mann! Yes. Ich habe fast wieder 800. Die Säule sieht seltsam aus. Dabei würde ich es jetzt erstmal belassen und versuchen, in diesen komischen Tempel zu gehen. Der sich irgendwo befindet. Spooky. Da ist er. Aua.
Jetzt bin ich noch interessiert daran, wie komme ich da vielleicht hin? Nee. Also über diese Trickmöglichkeiten komme ich nicht dahin. Also selbst wenn ich von da irgendwie hier hinspringen könnte, könnte ich da nicht hinkommen, weil hier selbst mit Rollen ich da nicht rüberkomme. Auch nicht mit der Attacke. Glaube ich. Selbst dann ist die Frage, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Nee, man fällt gleichzeitig. Genau, 805. Man kann ja mal schauen. Bin jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass wir so schnell so viel gekriegt haben, aber durch Exploring kriegt man irgendwie mehr Seelen als von einem Boss, was ziemlich interessant ist. Hat was. Ah, das Horn sieht man tatsächlich auch hier, das sind also Souvenirs. So, wir könnten mit 200 weiteren nochmal Stärke aufbessern, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Hier bräuchte ich 1000, um auf 2 zu kommen, und hier bräuchte ich 800, um das zu verbessern. Das Einzige, was genau für 800 gedacht ist. Oder verbessert das und das hier, das wäre auch genau 800. Ja, komm, ich nutze die Fernkampfsachen schon manchmal. Manchmal ist es besser, genau das zu haben, was man gerade braucht, als, ja. Das zu haben, was man irgendwann später mal braucht und die Sachen, die man gerade braucht, halt später zu holen. Nö, Kura-chan. Ich lieg so süß auf dem Bett. Du. So, da ist der Eingang. Let's go. Buga buga duga. Ah, warte mal. Wie kann man... Eigentlich... Okay, es ist einfach eine Wand, die durchsichtig ist. Durchsichtige Wände. Okay, ich hätte auch da aktivieren können. Schon verstanden. Da ist ein Gefangener. Oh, Vögelchen kommen selber Käfig wie ich. Fetter Frosch einsperren Diener, weil Diener schlau zu viel. Diener haben guten Ideen, fetter Frosch das nicht mögen. Dieser nicht wollen tragen Maske, fetter Frosch. Fetter Frosch nicht einsehen, deiner eigene Person. Diener eigene Person. Oh. Ach, komm schon. Warum heißt es nicht Folge den Schmetterlingen? Da ist der fette Frosch. Froschkönig. Oi, Schnieter! Was machst du denn hier? Als meine Diener sagten, dass in den Ruinen eine verdächtige Krähe ihr Unwesen treibt, musste ich kommen und mich selbst überzeugen. Falls du hinter meiner Seele her bist, hast du Pech gehabt. Ich habe meine Macht auf faire Weise erworben. Ich nutze einfach nur das System, das deine Lords eingeführt haben. Ah, und wieder so ein riesiges Tor.
Neben der Schnitter, es hungert mich nach Seelen. Okay. Vier fette Seelen werden vorbereitet. Okay, die Spinnenweben bedeuten nichts hier. Wäre cool gewesen. Also wir haben unten links einen Raum freigeschaltet. Ich denke, der ist später relevant. Wie schnell man wieder Zeug kriegt. Wirklich beeindruckend. Der grüne Schlüssel bedeutet meistens einen Kampf oder sowas. Ernsthaft. Das war jetzt ein Rätsel, ey. Warte, zack. Was ist hier drin? Wieso kann ich da nicht rein? Ich muss anfangen, Samen zu nutzen, das hat sonst keinen Sinn. Schon wieder der Pissbacke. Ach, du gar nicht für mich, ich geh nur ein bisschen schwimmen. Magst du nicht mitkommen, Schnitter? Nein, sicher, ein weiser Entschluss. Ehrlich gesagt hätte ich dann versucht, dich zu ersäufen. Siehst du wohl, ich bin ganz aufrichtig. Das muss doch für irgendwas zählen. Was meinst du, Waffenstillstand? Kann ich ihn irgendwie angreifen? Ja, alle drei auf einmal wird nix. Außer so, aber sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Naja, mal schauen. You never know. Okay, es funktioniert. Wupp. Was ist das für ein riesiges Froschmaul? Was bedeutet das? Was ist dahinter? Gibt's da nichts? Wie komme ich da jetzt hoch? Das ist bestimmt wieder sowas, wenn ich nicht einfach so hochkomme. Und dann kriege ich das hier. Aha. Wusste ich's doch.
Ist das jetzt ein Shortcut oder einfach nur die nächste Richtung, in die ich gehen kann? Oh, es ist tatsächlich ein Schlüssel für das nächste Tor gewesen. Okay, schön, schön. Hui! Warte mal, hier waren wir doch, das ist... Ach so. Sind wieder oben. Ich sehe oben nichts mehr. Vielleicht ist hier ein Boss. Ein Hammer. Ist das eine Waffe? Den Donnerhammer. Aha. Okay. Geiles Teil. Ich hoffe, ich kann damit die Barrikaden zerstören. Waren wir schon? Da waren wir noch nicht. Ich kann damit keine Barrikaden zerstören. Diese Waffe ist für mich wertlos geworden. Schaden ist höher, aber nur mit zwei Schwüngen. Ich weiß nicht. Da ist das irgendwie angenehmer. Zack, 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 zack und gut ist. Parts, Parts, Parts. Nope. Dafür müsste ich irgendwie da hinkommen. Ist hier nicht irgendwo lang? Zufällig ein kleiner Weg rein. Nö. Weird. Steht da nicht dran, was der machen kann? Ne, steht keine Bezeichnung, die mir irgendwie weiterhilft dann. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Oben geht's nicht weiter. Da kommen wir her. Gehen wir wieder da lang. Da oben geht es auf jeden Fall weiter. Wir waren hier unten. Aber ich glaube, da gab es noch mehr zu sehen. Das kann nicht alles sein. Hier ist zum Beispiel eine versperrte Tür. Hier konnte man die ganze Zeit hochklettern, ohne dass ich da hingegangen bin. Warum auch immer. Ja, würde mich jetzt interessieren. Es geht nur ab einer gewissen Entfernung, dieses Viech. Ne, ich kann nicht bis nach ganz hinten gehen, um das zu aktivieren. Folglich nicht hier nutzend, wahrscheinlich erst auf der anderen Seite. Aber hier kommen wir durch. Ein Shortcut. Zum Gefangenen. Das ist doch ganz nett. Okay. Diener tragen Maske. Maske nix gut. Warum liegt hier Stroh? Warte mal. Nee, ich kann hier nichts machen. Das ist irgend so ein komisches Horn. Ja, sind wir schon mal durch. Hat nichts gebracht.
Ist eine angenehme Musik, muss ich sagen. Hat was. Ja, was sagt mir, ich muss hier Fernkampftechniken anwenden. Aber noch besser, ich sollte da vielleicht durch. Geht vielleicht doch der Hammer? Nee, Hammer funktioniert nicht. Schade. Gut, das Wasser wird hier noch irgendwann runtergelassen. Ziemlich sicher, ab da ist es besser betretbar. Das lässt sich doch bestimmt irgendwie nutzen. Voll Idiot. Halt. Da ist eine Seele. Aue. Den nicht. Der haut mich. Typisch, wenn die künstliche Intelligenz so dumm ist und gegen die Wand läuft. Der Lord der Türen hat im Alter den Überblick verloren. Wie konnte er es zulassen, dass unsere Türen plötzlich nicht mehr funktionieren? Ja, mei, da holt man doch einfach mal so einen Haustechniker. Der könnte die Türe öffnen. Kann ich gerade nicht verwenden, weil ich schon benutzt hatte, platziert hatte. Okay. Hier oben waren wir auch schon. Nee, waren wir nicht, weil die Kisten noch nicht kaputt sind. Die Kisten gehen nämlich nicht wieder zurück. Was habe ich jetzt davon? Kann er immer noch nicht eröffnen. Das ist ein Shortcut, okay, aber. Hätten wir erwartet. Okay, das hatten wir geschafft. Gibt es hier sonst noch irgendwas Schönes? Kleines Leckerli für Kyo. Okay, da war der Ort, wo ich runterspringen durfte und die 200 Seelen eingesammelt hatte. Mommy don't know if you're getting hurt. Oh fuck. Das war nicht geplant. Ach, wenn das Vieh sich selber angreift, sieht es das auch als einen Angriff. Warte mal, kann ich hier... Nee, da ist nichts. Okay, wir sind kurz auf die Außenwelt, aber die Außenwelt führt uns leider an den falschen Ort. Das
heißt aber auch, dass wir den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen dürfen. Yay! Aber nicht, wenn ich hierher gehe. Bye bye. Puh. Mommy don't know, daddy's getting hot. Went to body shop. Doing something unholy. Habe ich eigentlich genug, um wieder was zu machen? Nö. Ab zum Pilzverlies. Glaubt zumindest, dass das der nächste Punkt sein muss. Ja, Verlies sagt schon auf jeden Fall einiges, denn dann ist ja der Gefangene, ne? Gut. Ja, komm. Komm. Achso, stimmt, es ist ja keine PS5, es ist eine Switch. Ja, wir machen es nochmal. Wobei. Ja, jetzt ist alles wieder neu geladen. Nee, wir gehen einfach da lang. Da lang. Let's go. Oh no. Sogar noch eine Hilfspflanze dabei, die ich nicht genutzt hatte. Unpraktisch. Eingesperrt in einem schmierigen Verlies. So wollte ich ganz bestimmt nicht sterben. Tja. Wer will das schon, ne? Bringt es irgendwas, dass diese Pflanze hier ist? Gibt es irgendein Geheimnis, das ich dadurch... Ich glaube, die war nur für den Kampf da. Also, lassen wir das. Aue. Tut doch weh. Let's do it again. Hier rechts waren wir schon, aber da gibt's erstmal nichts. Oh, ich glaube hier unten waren wir noch gar nicht. Doch waren wir. Wodurch wird das hier eigentlich geöffnet? Angeblich ein grüner Schlüssel. Wo kriegt man den her? Die Froschstatuen reagieren auch nicht auf die Attacke. Hier unten war bereits eine verlorene Seele. Hier kriege ich ein bisschen Leben zurück. Das ist schon mal nett. Das war ein Rätsel damit abgeschlossen. Ist wieder ein Schlüssel nötig. Wo soll ich den denn herkriegen? Ja,
Das ist aber nicht derselbe Schlüssel, oder? Nee. Weird. Und wenn jemand angreifen kann, kann er aber nicht klettern. Okay, anscheinend müssen wir wirklich da hoch. Geht wohl nicht anders. Diesmal nicht runterfallen. Könnte verheerend sein. Ist denn noch irgendwas hier in der Ecke? Aber man könnte mal schauen, vielleicht. Oh, das ist so ein Teil, das einem Bonus gibt. Aber wie man da hinkommt, keine Ahnung. Hammer. Ich habe noch nicht gemerkt, dass der Hammer einem irgendwie aushelfen könnte. Wüsste nicht wie. Ist halt eine nette Waffe. Ich glaube, die Dolche haben ja auch nicht wirklich ausgeholfen, sondern waren halt da. So, und wieder hier. Irgendwie hätte ich mehr erwartet. Warte mal, ich Vollidiot. Ich kann auch die grünen Schlüssel verwenden. Ich. Okay. Ich habe mich gewundert. Hä, ich habe doch die grünen Schlüssel. Warum? Okay, fuck. Ja. Altersschwäche. Die Demenz tritt ein. So, da ist doch ein grünes. Ach, man kann das aufschließen. Entschuldige, dieser Drecksack. Wie ich bereits sagte, Piepmatz, falls du mich entthronen willst, hast du Pech. König der Sümpfe, so nennt man mich. Seit ich an der Macht bin, ist der Sumpf aufgeräumt worden. Und jetzt floriert hier das Leben im Wasser. Diese Waldkinder und ihre Mutter standen einfach dem Fortschritt im Wege. Das war gar nicht persönlich gemeint. Ich passe mich nur der Welt an, die ihr erschaffen habt. Du und deine Lords. Hast du gesehen, wie es da draußen aussieht? So ein Knuddelmuddel. Kuddelmuddel. Knuddelmuddel. Ein Ödland. Seit deine Kommission das System dicht gemacht hat, kommen kaum noch neue Seelen in diese Welt. Ganze Arbeit, Piepmatz. Junge, hier stinkt es echt zum Himmel. Okay, der hat Humor, immerhin das. Ah. Hä? Aua. Oh, nicht ins Wasser! Passiert. Oh, diese Katze. Die hat die Pfoten so überkreuzt und schläft. Und jetzt streckt sie sich und leckt ihre Nase. Die ist so süß. Gut. Boah, Switch, du bist zu alt. Schon meine OLED-Switch. Hier geht's zum Schlüssel. Ja. Ich habe manchmal so Switch-Freunde und auch Twitch-Freunde, von denen ich keine Ahnung mehr habe, wo ich die habe.
da nicht auch wieder ein Helfer? Ein Helfer wie? Gleich mal gegen drei von denen, super. Tot. Ja, mit der Kure. Okay, vielleicht das letzte Ziel für heute, mal die zwei letzten Geister zu kriegen, also den jetzt und den danach. Und dann, ja, beim nächsten Mal weitermachen. Müssen wir morgen wieder arbeiten. Komm, fuck off! Scheiß Magier! Verdacht! Ich bin zu jung dafür. Meine Reaktionszeit ist viel zu schnell. Okay. Here we go! Machen wir auf Speedrunner. Oh. Let's go. Sobald das Ding mal lädt. Hallo. Lululululul. Weißt du was, ihr scheiß Magier, ihr regt mich sowas von auf. Fuck off! Ich wusste, ich kann ihn ins Wasser locken. Das macht einiges viel einfacher dadurch. Okay, vielleicht auch nicht. Mein Gott, die Leute laufen ins Wasser. Oh mein Gott, die laufen einfach ins Wasser. Knopf. Sehr knopf. Oh,
Tee ziehen. Wir verrotten für immer in diesem Kerker. Hier unten gibt es nichts als Dreck, Unrat und kleine Frösche. Und Unrat. So, hier sollten wir jetzt in den Raum zurückkommen, eine Nuss ergattern und Bonkrö machen können und einen Shortcut zu haben oder irgendwas in der Art. Ne, es ist nicht mal ein Shortcut. Ich weiß nicht, warum das überhaupt ist. Ganz ehrlich, hat keinen Sinn. Ob ich jetzt da reinkomme, ist völlig egal. Warum haben sie das überhaupt gesplittet? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Leben. Let's go. Easy. Hier sind wir wieder. Los geht's hin. Ja, die Viecher muss ich nicht killen. Sind relativ egal. Aber ich habe immer noch nichts, um Barrikaden selber kaputt zu machen. Das kriege ich wahrscheinlich erst später, aber schade, weil da unten geht es wahrscheinlich gerade rein und dann kommt man da rum, wenn man die Barrikade wegkriegt. Ich weiß aber nicht mal wie. Scheuert. Flammenball war weiterhin da, okay. Ja, wir müssen da lang, glaube ich. Das war der Shortcut. Drecksäcke. Okay, wir nehmen einfach hier ein bisschen Leben. Dann ist das okay. Jo, da oben haben wir gerade aufgemacht und hier war noch ein Schloss, wenn ich mich nicht irre. Buga Buga. Ich irre mich. Hey, war doch irgendwo noch ein versiegeltes Schloss? Puh, fein. Ich laufe den Weg wahrscheinlich zum x-ten Mal ab, aber hier ist einfach nichts. Ja, nee. Na, und hier waren wir doch gerade. Bin ich leicht verwirrt. Hier oben irgendein Weg zum Weiterlaufen. Sieht nicht danach aus. Das Feuer brennt aber lange. Wehe, das hätte noch das Viech angegriffen, das hätte mich angegriffen. Hex! Ah, da ist es doch. Joink. So, hier war. Ah, oh, okay. Da ging es nur runter zu den. Ah, oh, das war.
das war schon die Herausforderung. Nice. Haben wir die vierte Seele und machen damit Feierabend. Alle Wege aus diesem Kerker sind versperrt und die Tür zurück ins Büro ist ebenfalls geschlossen. Wir sind hier gefangen. Oh, vielleicht ist es deswegen ein Kerker. Erst das Loot holen, dann irgendwelche Aktionen machen. Regel Nummer 1. Was mache ich denn hier wieder? ich habe immer noch keine Ahnung, warum ich jetzt hier gelandet bin. Mit 624 kann man auf jeden Fall mal was anfangen. Hätte er mich fast erwischt. Hey, Benchok, was geht? Benchok, was geht? Ich dachte schon, du hörst mich nicht. Ah. Ja, du kommst gerade rein, während wir gerade wieder aufhören. Interessant. Wie war dein Sonntag? Gut gefeiert? Okay. So. Wie immer. Das klingt entweder beständig oder langweilig, musst du entscheiden. Nehmen wir das als nächstes und dann haben wir es eigentlich schon für heute. Ja. Dann sind wir erstmal mit dem Stream durch. Mensch, du kommst gerade zur richtig falschen Zeit. Aber gut. Ich habe es ja auch nicht wirklich angekündigt. Es ist einfach mal so spontan, ne? Ja, nicht vergessen, meinen schlechten Witz des Tages durchzulesen und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ja, ich verpiss mich. Komm, bist du da? Oh Mann. Magst du mir vielleicht noch was erzählen, bevor wir gehen? Irgendwas Uwu-artiges. Huggy Wuggy. Please give me Huggy Wuggies. Alles klar, Mensch. Dann haust rein und bis nächste Woche wahrscheinlich. Ciao, ciao.